Ich zeige euch 18 Tipps für die perfekte DIY-Maniküre Teil 1. Lackiert eure Nägel nicht in der Sonne, denn da kann der Nagellack klebrig werden, sondern an einem kühlen, schattigen Ort. Holt euch vorher ein Getränk, geht nochmal auf Toilette, macht eure Haare zurück und legt euer Handy bereit, sodass ihr mit den nassen Nägeln nachher nichts mehr anfassen müsst. Macht euch eine Lampe an, damit ihr genau seht, was ihr macht, und stützt beide Arme auf den Tisch auf für maximale Kontrolle beim Lackieren. Reinigt eure Nägel, bevor ihr anfangt, sodass keine Fusseln oder körpereigene Fette mehr auf dem Nagel sind. Das kann sonst später beim Lackieren kleine Bläschen verursachen. Bläschen können auch entstehen, wenn ihr eure Nagellacke schüttelt, deshalb rollt sie stattdessen lieber vorm Lackieren sanft in euren Händen. Streift den Pinsel an der Flasche ab, sodass nur auf einer Seite eine gleichmäßige Menge Lack übrig ist. Seid dabei nicht zu hektisch, denn auch das kann den Lack sonst klebrig und klumpig machen. Fangt an mit einem milchigen Unterlack, der verhindert Verfärbungen und lässt eure Maniküre länger halten. Macht erst weiter, wenn die erste Schicht komplett trocken ist. Wenn eure Schichten dünn genug sind, geht es in 2 oder 3 Minuten. Scrollt so lange einfach durch Social Media, da kann eurer Maniküre nichts passieren. In Teil 2 reden wir dann darüber, wie euch der beste Farbauftrag gelingt und wie eure Maniküre länger frisch bleibt.